Um die Friegel-App zu installieren, öffnen Sie auf Ihrem Tablet oder Smartphone den App Store. Bei Android-Geräten ist das der Play Store. Tippen Sie unten auf Apps und dann einmal oben in das Suchfeld. Geben Sie hier Friegel ein. Während des Tippens sehen Sie schon verschiedene Vorschläge, unter anderem die App Friegel Music. Tippen Sie auf den Vorschlag. Wählen Sie dann Installieren. Nun heißt es einen Moment warten, während das Programm heruntergeladen und installiert wird. Und nun einfach auf Öffnen tippen. Nach dem Öffnen fragt die App als erstes, ob Sie die Standortdienste aktivieren wollen. Dies können Sie gern ablehnen, tippen Sie dazu auf Nein, danke. Um sich nun mit der Stadtbibliothek Gelsenkirchen zu verbinden, geben Sie einfach Gelsenkirchen ein. Und tippen auf Continue. Aus den Treffern wählen Sie dann Gelsenkirchen Stadtbibliothek aus. Nun müssen Sie sich nur noch einloggen, dann haben Sie es geschafft. Geben Sie in das obere Feld die Nummer Ihres Bibliotheksausweises ein. Darunter geben Sie Ihr Passwort ein. Das ist Ihr Geburtsdatum mit allen Nullen und vierstelliger Jahreszahl, aber ohne Punkte. Tippen Sie auf Login. Die nächste Frage der App nach den Telefonanrufen können Sie wieder ablehnen. Sie können nun durch die verschiedenen Rubriken scrollen. Sehen Sie die kleine Lupe unten im Menü? Darüber können Sie auch gezielt nach Künstlern, Alben oder Musiktiteln suchen. Wenn Sie Songs herunterladen, sind diese anschließend in dem Bereich Meine Musik zu finden. Hierfür müssen Sie die Frage der App nach den Zugriffsrechten mit Zulassen beantworten. Wenn Sie auf die drei Punkte oben rechts tippen, können Sie sehen, wie viel Streamingzeit Ihnen noch für den heutigen Tag und wie viele Downloads Ihnen noch für die laufende Woche bleiben. Nachdem Sie die App verlassen haben, finden Sie das Icon auf Ihrem Homebildschirm und können es an eine für Sie passende Stelle ziehen.